Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar klärt. Heute geht es mal um das Thema der Immobilieninvestments oder generell auch und natürlich ums Investieren in jungen Jahren. Mhm. Und passend zu dem Beitrag von meinem Buch hier, das Immobilieninvestoren-Netzwerk, natürlich unter dem Video wieder verlinkt, der David Schneiders, der hat hier einen Beitrag dazu beigetragen in diesem Buch, wo 14 Investoren ihre Geschichte erzählen. Und der David Schneiders, der hat mit 18 Jahren seine erste Immobilie gekauft. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und da haben auch viele schon sich dann quasi an mich gewendet und gesagt, ja Mensch, das interessiert mich. Ich bin auch noch jung und ich möchte gerne starten. Ich mache jetzt gerade meine Ausbildung. Und dazu habe ich dann auch schon einige Videos hier aufgenommen, ne? Auch auf die Risiken habe ich immer hingewiesen, weil das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und jetzt sitze ich hier mit dem Jürgen Rausch, meinem guten Immobilien. Hallo zusammen. Ich habe jetzt erstmal die Einleitung hier reden lassen. Ja, der Jürgen redet auch gerne selber. Jo, in der Tat. Und viel und schnell, ja. Ja. Muss man mir nachsehen. Viel und schnell, ja. Aber das kriegen wir hin. Und jetzt lasse ich dich zu Wort kommen. Sag doch mal aus deiner Sicht, worauf sollte man achten, wenn man als junger Mensch starten will mit dem Investieren, speziell Immobilien, aber vielleicht auch Thema Aktien? Ja, also die Frage kriege ich ja oft gestellt, du ja auch. Ja. Also immer wieder kommt es, was junge Leute fragen, Mann, wie habt ihr angefangen und wie sollen wir jetzt beginnen in dieser angespannten Situation? Preise sind hoch, Zinsen sind niedrig. Das ist ja direkt korreliert miteinander. Und ich sage immer, also das Allerwichtigste dabei ist zunächst einmal auch Geduld zu haben. Ja, also viele Leute denken, sie können innerhalb von 3, 4, 5 Monaten jetzt 3, 5, 6, 10 Wohnungen kaufen. Mhm. Das funktioniert in den allerseltensten Fällen. Ne? Also man muss zunächst einmal ganz klar eine eigene Strategie festlegen. Wenn ich jetzt als junger Mensch beginne mit 18, 19, 20, habe vielleicht das Glück, 5.000 oder 10.000, das sehe ich eigentlich als Untergrenze, Euro gespart zu haben oder als eine sponsorende Oma dabei zu haben oder eine Tante, der man dann auch dafür Zinsen bezahlt, dann kann man damit mal die erste Wohnung kaufen. Meinetwegen ein, zwei Zimmer-Apartment für 60.000, 70.000 Euro. Entscheidend ist, und das ist das Allerwichtigste, dass der Cashflow positiv ist. Mhm. Finger weg von Cashflow negativen Objekten. Also Überschuss, okay. Es muss im Monat was hängen bleiben, ne? Das sage ich auch immer. Die Rechnung ist ja auch ganz einfach. Ne? Man würde immer sagen, ja, hast du da ein Excel-Programm? Da muss ich mal lachen. Ja? Also immer ja, Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten plus eventuelle Renovierungsmaßnahmen. Diese Gesamtkosten, das ist das, was im Nenner von dem Bruch stehen muss. Und im Zähler muss die Netto-Kaltmiete im Jahr stehen. Und wenn dann eine 6 vorne dran steht, beziehungsweise wenn man es nicht mal 100 nimmt, muss eine 0,06 sein, dann ist das ein gutes Investment. Mhm. Wenn es zwischen 5% und 6% liegt, kann man durchaus auch machen. Unter 4% würde ich knallhart die Finger weglassen, weil dann ist das Risiko viel zu groß, es sei denn, es wäre ein enormes Mietsteigerungspotenzial in den nächsten 24 Monaten möglich. Sehe ich auch so, ja. Ich habe zuletzt jetzt eine Wohnung gekauft mit 4,3%. Mhm. Ja, da kommt ein oder andere sagt jetzt bestimmt, ja, ist ja viel zu wenig, ne? Aber ich sehe da einfach auch das Potenzial und ich kenne das Objekt. Ne? Ich habe in dem Objekt eine weitere Wohnung schon und da macht das für mich absolut Sinn, da passt das. Ne? Also da kann man auch, man muss halt den Kontext sehen, aber unter 4 wäre ich dann auch nicht mehr gegangen. Genau. Nee, weil wo soll das hingehen? Ja. Ich meine, im Moment haben wir niedrige Zinsen, die werden wir wahrscheinlich auch längerfristig haben, weil alle Staaten dieser Welt bis unterkante Oberlippe verschuldet sind und sich auf den Rücken der Kleinsparer entschulden. Das ist ein ganz offensichtlicher Fakt. Ne? Und das befeuert ja im Wesentlichen auch eben den Immobilien- und auch den Aktienmarkt, wobei auf dem Aktienmarkt es ja, wenn man es mal ehrlich sagt, fundamental nicht ganz so rosig aussieht. Aber wo soll das Geld hin? Ne? Kann ich eh dann Whisky, Wein und weiß was noch so ein Zigarren investieren? Ne? Hast du auch ein paar hier? Ne? Ja, Zigarren auch. Ja. Ja. Nee, also das funktioniert ja nicht und das muss man halt wissen. Und ein Markt kann auch drehen. Ne? Also man ist jetzt gewohnt als junger Mensch, nur mitzukriegen, Immobilienpreise kennen nur eine Richtung. Hatten sie auch die letzten Jahre, ne? Exakt. Ich warne immer und sage, es geht auch anders. Und deswegen müsst ihr, wenn ihr jetzt ein Investment macht, es so rechnen, dass ihr durchaus auch mit leben könntet, wenn die Mieten, sagen wir mal, relativ stabil bleiben. Ich meine, dass sie sich großartig nach unten bewegen, das glaube ich nicht. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise auf einem Mietniveau von, sagen wir mal, 6, 7 Euro schon eine ordentliche Mietrendite erwirtschaftet, das kriegt ihr natürlich logischerweise nicht hin, in einem Ballungszentrum, sondern müssen ein bisschen rausgehen. Also durchaus auch mal 10, 15, 20 Kilometer weg von einem Ballungszentrum.
Wichtig ist dabei, dass die Verkehrsanbindung stimmt. Autobahnanschluss oder Personennahverkehr, dass man also relativ schnell dann dort ist. Weil auch in diesen, in Anführungszeichen, ländlicheren Regionen, manche sagen dann etwas abfällig in der Pampa, kann man im Moment noch ganz ordentliche Objekte kriegen und die auch gut vermieten. Also da ist meine Erfahrung, ich habe jetzt gerade eben im Odenwald drüben ein Mehrfamilienhaus gekauft mit einer sehr guten Rendite, wo Leute langfristig drin sind, mit einer schönen Lage in einer Kleinstadt, die auch alles hat, was man braucht, inklusive Gymnasium. Ja. Das sind alles Dinge, die auch mit eine Rolle spielen. Mhm. Natürlich würde ich jetzt nicht gerade mitten rein in Hunsrück oder in die Eifel gehen, in ein gottverlassenes Dorf, wo wirklich die Gefahr da ist, dass da immer mehr Leute wegziehen. Aber wenn es jetzt eine Stadt ist, die eine stabile Bevölkerung hat, tendenziell vielleicht leichten Zuwachs hat, auch in diesen Regionen ziehen mittlerweile die Preise an. Und ich sehe dort das Rückschlagspotenzial weit weniger gegeben, als jetzt in Ballungszentren wie München, Frankfurt, Berlin, wo die Preise schon derart abgehoben sind. Also in München mittlerweile 30-fache, 33, 35-fache der Jahresmiete gezahlt werden. Wo ich sage, wo soll das noch hingehen? Also da kann natürlich schon mal ein Crash kommen. Das muss man sich ganz klar sagen. Also mit Crash meine ich Einbrüche der Immobilienpreise von 20-30%. Das wird in der ländlichen Region eher nicht passieren. Da hast du auf der anderen Seite halt auch nicht diese Steigerungsfantasie. Vielleicht mal eingehakt. Also ich habe das ja auch das Immobilieninvestoren-Netzwerk genannt, ne? Weil ich meine, es ist sehr, sehr wichtig, darum geht es ja auch. Die ersten ganz Seiten, wichtiger Punkt. Ja, ja. Die ersten Seiten schreibe ich ja nur übers Netzwerken hier, was da eben zu beachten ist. Und wenn man eben als Einsteiger noch nicht so ein gutes Netzwerk hat, das heißt, ich kenne keine Makler, ich kenne keine anderen Leute, die mir vielleicht mal ein Objekt anbieten, dann habe ich ja auch kaum eine Chance. Die Erfahrung habe ich auch oft gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel über Immobilien-Scout, über die bekannten Portale gehst, wenn du jetzt in der Großstadt ein interessantes Objekt siehst bei den Portalen, ne, dann bist du einer, rufst du der anderen, sagt der meistens, ja, sie sind der 40. der 50. Und dann bist du irgendwie eine Nummer und dann wird sich am Ende noch hochgeboten von dem Preis. Die schließen ja mittlerweile nach 24 Stunden ja, die Anzeige. Genau. Also wir haben so viele Anfragen, die können wir gar nicht alle bearbeiten. Ja, und da habe ich es auch oft erlebt, dann ja, ich würde sie nehmen, nee, aber da hat noch jemand mehr geboten, gehen Sie mit. Ne? Und das ist ja das, was du sagtest, ein bisschen außerhalb. Hast du auch viel bessere Chancen, gerade auch als Einsteiger, dann auch noch was überhaupt zum Zug zu kommen. Ja. Sonst bringt dir ja auch nichts, wenn du dann am Ende hier dich hochbietest bis sonst was, ne? Kaufst das Objekt genau. Zu teuer und dann hast du wieder deine 3% oder so, 2, irgendwas. So ist es. Ne? Und dann, was man vielleicht noch betonen sollte, wenn man eben in diese etwas abgelegenen Regionen, Pampa oder wie auch immer ihr das nennen wollt, in den Speckgürtel geht, dann sollten bei einem Mietpreisniveau von 5 Euro, 6 Euro, die Objekte natürlich auch in einem guten Zustand sein. Ja, ja. Eine Kernsanierung macht dort keinen großen Sinn, weil die kostet dort nahezu genauso viel wie im Stadtzentrum von Mannheim oder gar München. Ja. Das muss man also auch wieder fairerweise sagen. Also man muss dann schon gucken, dass das wirklich ein ordentliches Objekt ist, wo man sagt, ah, da kann ich die nächsten 15 Jahre also mal relativ relaxed leben. Ich kann mal vielleicht einen neuen Bodenbelag machen, von mir aus auch mal ein Bad erneuern, aber ich muss jetzt nicht die komplette Elektroinstallation oder die Heizungsanlage oder die ganzen Fenster oder das Dachgeschoss komplett neu machen. Das macht da wirklich keinen Sinn. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass das Gesamtobjekt, wenn es jetzt eine Eigentumswohnung ist, eine gute Rücklage hat, keinen Sanierungsstau. Ne? Sonst kommt vielleicht am Gemeinschaftseigentum wie irgendwas wieder Aufzug oder das Dach und da musst du auf einmal eine Sonderumlage zahlen. Und das versaut ja die gesamte Renditerechnung. Ne? Genau. Ne? Und wenn ihr euch fragt übrigens hier, der Jürgen Rausch, ne? Warum hat er so viel Erfahrung oder was? Du schilderst ja deine Geschichte auch in dem Buch, ne? Und du bist ja wie lange schon am Immobilienmarkt aktiv? Also es sind jetzt 30 Jahre. Ne? 30 Jahre. Ne? Letztes Jahr waren es fast 30, jetzt sind es 30. Ja. Also 1990 habe ich begonnen. Ne? Krass. Ne? Wobei ich auch wirklich dazu sagen muss, bei mir war das ja so, ich habe gedacht, ich habe ja nie in einem Unternehmen gearbeitet. Ja. Also ich habe eine Vertriebs-GmbH mit einem Kumpel zusammen gehabt, wo wir eine eigenentwickelte Tischdestille da vertrieben haben. Ich habe so ziemlich alle Geschäfte unter der Sonne gemacht, auch am Aktienmarkt, inklusive Waren, Devisentermingeschäfte, viel Geld verdient, viel Geld in den Sand gesetzt, Gott sei Dank unterm Strich ein bisschen mehr hängen geblieben und damit bin ich dann in Immobilien gegangen. Mhm. Und das sind halt Dinge, die kannst du nicht planen. Mhm. Und ich habe immer auf eigene Rechnung gearbeitet, auf eigenes Risiko, ich war Zeit meines Lebens immer selbstständig gewesen. Und ich genieße diese Unabhängigkeit, aber ich muss fairerweise auch sagen, es ist nicht jedermanns Sache, weil es ist ja auch eine gewisse Unsicherheit damit verknüpft. Mm-hmm. Und ich kenne einige Leute, die mit Sicherheit schlaflose Nächte hätten, wie ich sie auch gehabt habe zeitweise, also
Investments laufen ja nicht immer gut. Ne? Also es gibt da eine ganze Menge Dinge, die auch mal schief laufen können. Ne? Und ich glaube, jeder Investor kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern und kann da Dinge erzählen, die nicht so toll waren. Und das muss man halt auch immer berücksichtigen. Also man muss schon eine gewisse Einstellung haben. Es gibt ja die Stefanie Schädler, glaube ich, die sagt ja, jeder kann Immobilien. Ja, habe ich in einem meiner vorhergehenden Videos auch widersprochen. Ich schätze sie sehr. Ich sage immer, nee, nicht jeder kann Immobilien, weil du musst schon eine gewisse Grundeinstellung haben und eine Bereitschaft haben, auch Risiken einzugehen und sich derer bewusst zu sein. Ja, wenn man das nicht hat, dann hat man ein sehr unruhiges Leben und ist dann auch unglücklich dabei. Ne? Also jetzt nicht negativ gewertet, aber eine Beamtenmentalität, das passt nicht zu Unternehmertum. Ja? Also ich kann nicht auf Sicherheit gehen und andererseits aber große Gewinne generieren wollen. Je höher die Gewinnmöglichkeiten, desto höher ist in der Regel auch das Risiko. Ja, es gibt ja auch Leute, da habe ich auch kennengelernt, die können einfach nicht ruhig schlafen, wenn sie wissen, ich habe da jetzt Kredite, ne, genau, am Laufen. Sei es jetzt eben auch nur für eine Wohnung, die man vermietet, obwohl da ja ein Gegenwert dagegen steht. Die wollen aber einfach keine Kredite haben. Weil, ne? Und dann kann man eigentlich pauschal schon mal sagen, dann ist das nicht das Richtige. So ist es, ja. Und da muss man auf seine innere Stimme hören, auch sein gesamtes Umfeld kennen. Ja. Ist das Umfeld, gerade die familiäre Situation, trägt die das mit oder sagt die Frau, um Gottes Willen will ich nicht, das bringt ja so viel Unruhe rein. Ja, ja, das muss schon irgendwo auch mitgetragen werden. Ja, ja. Und auch die Freunde, zumindest ein Großteil sollte das verstehen, das Ganze. Ich kenne Investoren, die sagen, hey, seit ich in Immobilien investiere, habe ich einen komplett anderen Freundeskreis, weil meine alten Freunde, in Anführungszeichen, die verstehen gar nicht, was ich mache. Ne? Das muss alles zueinander passen, damit ihr nicht unglücklich werdet. Denn das Wichtigste ist ja nicht Kohle machen, scheffeln und reich werden, sondern dass man ein zufriedenes, glückliches Leben leben kann und eben versucht, solche Einnahmen aus Mieten zu generieren, die einem eben eine gewisse Unabhängigkeit verschaffen. Also das war immer mein Zielstreben. Ja, man muss auch ein bisschen mit Menschen umgehen können. Ne? Man hat ja auch mit Mietern, mit Maklern, mit Handwerkern zu tun. Ne? Wenn man das nicht möchte, sondern lieber einfach nur zu Hause am PC die ganze Zeit in Ruhe was machen will oder so, ne, dann muss man auch für sich herausfinden. Und über all das solltet ihr euch im Klaren sein, wenn ihr erwägt, in Immobilien zu investieren. Also um es mal kurz zusammenzufassen, erstmal gucken, dass man ein bisschen Eigenkapital hat, 10.000 Minimum, eventuell über Oma, Opa, Familienkredite oder was auch immer generieren, geht ja auch. Wenn man die davon überzeugen kann, dann nicht in Immobilien investieren, die keinen positiven Cashflow erzeugen, und zwar nach Abzug der Annuität, also Zinstilgung, und Hausgeld, das nicht umlagefähig ist. Dann muss bei euch, sagen wir mal, wenigstens ein 100er hängen bleiben, ne? Damit er da ein bisschen Puffer hat, wenn er mit einer Wohnung anfängt. Da habe ich ja so ein Rendite-Rechnungstool in Excel, ne? Das gibt es auch, kann man sich downloaden, ne? Hier im Bereich, hier bei dem Buch mit dabei, da kann man es genau durchgehen. Ich finde es deswegen gut, ich persönlich arbeite nicht mit dem Excel-Programm, aber ich finde es deswegen gut, dass jemand, der mit diesen Grundrechenarten und Prozentrechnungen nicht so firm ist, dass der erstmal sich da einliest. Ich erlebe immer wieder, dass Leute mich anfragen und mir Fragen stellen, wo ich merke, die können die einfachsten Grundrechenarten nicht. Ja, die beherrschen die Prozentrechnung nicht. Ja, ja. Also das ist jetzt vielleicht lustig, aber das geht nicht. Also ich muss auch ein Zahlenmensch sein. Klar treffe ich meine Entscheidungen teilweise auch aus dem Bauch heraus. Ich muss ja wissen, passt das Objekt zu mir, passen die Mieter zu mir, ist die Gegend okay. Das sind mehr so die weichen Faktoren, aber die harten Faktoren, das sind die Zahlen. Und mit denen muss jemand umgehen können und die muss er auch entsprechend bewerten können. Und da kann so ein Tool ja durchaus Hilfestellung leisten. Ja, ist auch wieder Typsache. Ne? Der eine mag das gern so ein bisschen optisch anschaulich da visualisiert, der andere macht es aus dem Kopf und derjenige, der es gar nicht kalkuliert, ist natürlich dann ganz schwierig. Ne? Bloß man muss halt, und deswegen sage ich das immer, man muss halt relativ flott die Sachen berechnen. Naja. Ich muss, wenn ich ein Exposé angucke, innerhalb von 2-3 Minuten sehen, ist das interessant, dass ich das Exposé jetzt detailliert anfordere, dass ich mir eine Mieterliste geben lasse, dass ich in die Due Diligence, also in die genaue Prüfung reingehe. Das mache ich ja dann, wenn ich das Exposé dann gelesen habe und sage, okay, das passt immer noch. Das sind diese drei Stufen, ne? Dass ich erstmal auswerte, welche Anzeige ist interessant, wo lasse ich mein Exposé kommen und wenn ich das Exposé durchgehe, welches macht Sinn zu besichtigen. Und dann, wenn wirklich was Gutes dabei ist, müsst ihr das sehr schnell herausfiltern können, weil es gibt noch 2-3 andere, die da das ebenfalls versuchen. Ja. Ne? Und das ist also meine Sache, wo ich sage, also ihr müsstet im Vorfeld schon mit der Bank gesprochen haben, dass ihr für so und so viel Investitionssumme gut seid, unter der Maßgabe, dass ihr ein Objekt auf den Tisch legt, das eben eine entsprechende Rendite erwirtschaftet. Ja. Und dann könnt ihr auch schnell zuschlagen, denn wer dann erst mit dem Exposé in dem Arm, ach, da gehe ich mal nächste Woche zur Bank und dann prüfen die das und dann kriege ich schon übernächste Woche oder in 2-3 Wochen einen Bescheid, dann ist das Objekt schon 10-mal verkauft. Ja, das kann man vergessen. Das ist im Moment eigentlich der Knackpunkt. Schnelligkeit,
ist ganz wichtig bei den Objekten, wo es sich lohnt. Ja, also ich glaube, wir haben eine ganze Menge Punkte jetzt gesagt. Ne? Das ist eigentlich genau das, was ich auch sage, jetzt wirklich nicht hier irgendwie so Lobhudelei oder Honig ums Maul schmieren, ne? Das sehe ich genauso. Das sind auch die ganz ehrlichen, authentischen Erfahrungen, denke ich mal, ne, die wir jetzt hier weitergegeben haben. Ne? Das versuchen wir ja von deinem Bein. Genau, das versuchen wir. Genau, schaut mal bei ihm auch rein. Wir bei Investment Angels haben uns das ja auch auf die Planung geschrieben und so haben wir beide uns ja auch kennengelernt vor etlichen Jahren mittlerweile über einen Mannheimer Immobilienstammtisch. Mhm. Auch immer eine gute Sache, zu Stammtischen zu gehen, sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Ne? Aber auch nicht von den anderen anstecken lassen. Da hatte Alexander Rau mal was gesagt, so in das Hamsterrad mit dem Kaufen. Ne? Jetzt bin ich auf einer Mastery und dann sind dann Leute, die haben schon 40 Immobilien und jetzt muss ich noch mal 10 dazu kaufen. Ne? Wenn es passt, ist gut. Wenn es nicht passt, lass die Finger weg. Ja, ja, sehe ich auch so. Ne? Also man muss da ein bisschen aufpassen, ne? So ein Herdentrieb. Ne? Da gibt es ja auch Lemminge, die springen dann von der Klippe, weil die ersten vorweglaufen. Exakt, ne? Ja. Und das sollte man natürlich nicht mitmachen. Ja. Genau. Ja, also, wie gesagt, ich verlinke das gerne auch nochmal zu seinem YouTube-Kanal unter diesem Video, auch das Buch und weitere Infos, ne, wie immer. Und wichtig ist vor allem auch, dass du dich weiterbildest, gerne mit unseren Videos, ne, lesen und so weiter und dann irgendwann natürlich auch ins Handeln kommen. Ne? Man kann natürlich 10 Jahre lang Videos gucken und nichts machen. Ja, man sollte sich immer auch umgucken. Ja, ne? Und dann, wenn eine Chance sich bietet, diese dann ergreifen. Das ist natürlich dann auch die Sache. Ne? Tun letzten Endes. Ne? Jo, ja, immer gut. Genau. Ja. Okay. Jo, also dann bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut. Viel Erfolg. Jo.